Hey Götzion, schön, dass du wieder dabei bist. In diesem Film zeige ich dir, wie du die MIDI Beat Clock mit einem Arduino empfangen und dann auch für dein Projekt auswerten kannst. Wenn du also zum Beispiel eine digitale Effektkiste bauen willst oder du willst mit dem Arduino einen Step Sequencer entwickeln, dann ist das eine ganz wichtige Geschichte, denn die MIDI Beat Clock sorgt nachher dafür, dass mehrere Geräte im Tempo synchron zueinander laufen. Ja, also wenn du in deinem Musikprogramm ein Delay-Plugin aufmachst und die Echos sind im Songtempo oder wenn du im Boiler Room einen Electronic Artist sitzen oder stehen hast mit seinem Laptop, mit Ableton Live und mehreren Sequencern und Effektkisten daneben und alles läuft zusammen synchron, dann kannst du dir sicher sein, dass da irgendwo die MIDI Beat Clock mit im Spiel ist. Bei der Beat Clock ist es so, es gibt ein Gerät, das ist der Master, das ist das Gerät oder die Software, was die MIDI Beat Clock erzeugt und an alle anderen Kisten verschickt. Und alle anderen Geräte und Plugins werden zu Slaves und die hängen sich auf das empfangene Signal, auf das empfangene Tempo einfach drauf. Bei den meisten passiert das automatisch, bei größeren Kisten oder bei Kisten, die einen eingebauten Sequencer haben, muss man dann umschalten zwischen intern und extern. Ja, und das Coole ist, die MIDI Beat Clock funktioniert super, super simpel. Die schickt keinen komplizierten Timecode, die schickt keine Tempo in Zahlen, die sagt nicht, im Song bist du gerade an dieser oder jener Stelle, sondern das Einzige, was sie macht, ist, sie gibt einen rhythmischen Impuls und zwar 24 PPQN, 24 Pulses per Quarter Note, also 24 Signalimpulse pro Viertelnote. Und die wollen wir jetzt mal empfangen. So, und das ist hier der gesamte Sketch, den wir brauchen, um die Beat Clock zu empfangen und auszuwerten und unseren Arduino einfach rhythmisch blinken zu lassen. Allerdings habe ich hier ein bisschen gefuscht. Wir benutzen nämlich einen Teensy und ich benutze MIDI über USB von unserem Teensy. Und ich will in diesem Film gar nicht erklären, wie das funktioniert. Das ignorieren wir einfach. Das machen wir in allem Detail und in aller Ruhe in unserer Korg Monotron Hack Folge. Okay, die Beat Clock, die kann eins von vier Signalen haben und diese Signale habe ich hier schon mal in Variablen geschrieben, einfach damit wir hier nachher mit klaren Namen arbeiten können. Das kann ein Startsignal sein, wenn der Song von Anfang an startet. Das kann ein Stoppsignal sein, wenn der Song stoppt. Das kann Continue sein, wenn der Song von woanders weitermacht und das ist die Clock, das ist der eigentliche Impuls, das sind diese 24 PPQN. Ja? Und das sind die Dezimalwerte zu diesen binären Befehlen, die gesendet werden. Und die benutzen wir nachher hier unten und deswegen steht hier unten eben im Klartext Start und Stopp drin. Deswegen habe ich das so gemacht. So, es gibt einen Zähler, weil wir müssen diese 24 Impulse ja auch mitzählen. Im Setup schalten wir den Pin 13, wo die interne LED dran ist, auf Output. Hiermit und hiermit empfangen wir MIDI über USB. Wie gesagt, machen wir in einer anderen Folge mal. Und geben das dann an unsere Funktion BeatClock 1. Deswegen soll uns das jetzt hier gar nicht weiter interessieren. Hier ist unsere Funktion BeatClock 1 und die bekommt vom Teensy ein Byte. Das habe ich mal hier als Realtime Byte genannt. Und ja, was machen wir damit? Eigentlich haben wir hier nur eine Reihe an If-Bedingungen und gucken wir uns die mal kurz an. Wenn das Realtime-Byte Start ist oder wenn es Continue ist, dann setzt du den Zähler auf 0. Diese beiden vertikalen Linien haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Das ist ein Oder in einer If-Bedingung. Ja? Also entweder das oder das. So, wenn es das Stopp ist, dann machst du die interne LED aus. Wenn es ein Clock-Impuls ist, dann setzt du den Zähler einen hoch und dann gibt es ja im Grunde genommen wiederum drei If-Bedingungen, drei Möglichkeiten innerhalb dieser Bedingungen, was du dann machen kannst. Möglichkeit 1 ist, das ist hier der erste Impuls, dann machst du die LED an. Die Möglichkeit 2 ist, das ist der zweite Impuls, dann machst du die LED wieder aus und ihr wisst ja, für 24 Impulse pro Vierteltakt. Und genau diese 24 wollen wir zählen und die LED auf die Viertel blinken lassen. Deswegen sagen wir, wenn der Zähler nämlich dann 25 wird, dann setzt du ihn zurück wiederum auf die 1. So, das heißt, das schließen wir jetzt mal an. Ups. Dann gehen wir mal in unsere Werkzeuge, sagen, du bist ein Teensy. Dem Teensy müssen wir natürlich jetzt sagen, du bist bitte MIDI. Und dann laden wir den Sketch mal rauf. So, was wir jetzt machen müssen, wir müssen zum Programmieren den Button drücken, denn wir versetzen den Teensy ja jetzt in den MIDI-Modus.
Und was jetzt passiert, ist, wenn ihr mal euer MIDI-Audio-Setup aufmacht, dann taucht hier der Teensy als neue USB-MIDI-Device auf. So, und jetzt gehen wir in unser Musikprogramm, in meinem Falle Pro Tools. Und hier muss ich jetzt in den Optionen MIDI, MIDI Beat Clock, die Beat Clock an den Teensy senden. Das machen wir jetzt mal und schaut mal auf die LED und den Timecode. Vielleicht habt ihr euch ja gewundert, warum ich das hier so kompliziert gemacht habe. Das hätte man ja auch noch kürzen können, weil ich nämlich noch Beat Clock 2 gemacht habe. Und Beat Clock 2 setzen wir mal hier oben ein, laden das schon mal auf den Teensy drauf. Beat Clock 2 zählt mal den ganzen Takt mit. Ja? Also das heißt 4 mal 24 Impulse. Deswegen geht der Zähler hier auch eben bis 97. Hier ist es auch so, bei der 1 und der 24 und der 48 und der 72 machst du die LED an und man macht die LED auch bei einem Schritt höher wieder aus, bis auf die 1. Hier habe ich sie mal erst nach 5 Impulsen ausgemacht und der Effekt ist eigentlich ganz simpel, billig und banal. Der Effekt lässt einfach die 1 bei der LED ein bisschen länger blinken. So, jetzt können wir die MIDI Beat Clock empfangen und ich habe auch gleich noch einen zweiten Demo-Sketch für euch, wie wir das noch mehr auswerten können. Ich wollte aber vorher noch mit euch kurz über MIDI quatschen, denn wir haben ja bis jetzt nur mit Noten und MIDI-Controller-Daten was zu tun gehabt. Und diese beiden MIDI-Botschaften, die fallen in eine Kategorie interessanterweise, nämlich in die Kategorie der sogenannten MIDI-Channel-Messages. Channel-Message deswegen, weil sowohl Noten als auch Controller-Daten eine MIDI-Kanalnummer enthalten. Und damit kann ich eben über ein MIDI-Kabel viele Geräte individuell ansteuern. Jedes Gerät hat seine eigene Kanalnummer. Oder ich kann über ein Kabel ein Gerät, was mehrere Sounds machen kann, mehrere unterschiedliche Sounds gleichzeitig ansteuern. Und jeder Sound hat seine eigene Kanalnummer. Und das Gleiche gilt natürlich auch für ein Plugin. Diese MIDI Beat Clock, die fällt in eine andere Kategorie, und zwar in die Kategorie MIDI Real-Time Messages. Und die ist ganz interessant, denn die verrät so ein bisschen was über die Historie von MIDI. Anfang der 80er entstanden und verrät so ein bisschen was über die Aufnahmetechnik von damals. Denn da war ja noch nichts mit Computer und Audio oder Computer und Plugin. Und deswegen gab es eben diese Real-Time-Messages. Weitere typische Real-Time-Message ist die MIDI Machine Control, kurz MMC. Und das sind so Befehle wie Play, Stopp, Pause, Vorspulen oder auch Aufnahme auf Kanal Nummer 5. Also die Informationen sind ganz interessant, weil damit könntet ihr euch zum Beispiel eine MIDI-Standard entsprechende Fernbedienung für eure DAW bauen. Es gab den MIDI Timecode, MTC, und der war dafür gedacht, seinen Computer zur Bandmaschine zu synchronisieren. Ja, das heißt, man musste auf der Bandmaschine eine Tonspur opfern. Da hat man den Timecode als Piepstöne aufgenommen. Das klingt ungefähr so wie ein analoges Modem. Und dann gab es eine Kiste, die hat die Piepstöne ausgewertet. Man konnte an seiner Bandmaschine vorspulen, Stopp drücken, Play. Die Kiste hat die Piepstöne ausgewertet, in MIDI Timecode umgewandelt, an den Computer geschickt. Und der wiederum ist an der richtigen Stelle im Song losgelaufen und synchron dann zur Bandmaschine gewesen. So hat man auf der Bandmaschine Audio und im Computer MIDI gehabt. Und der Computer hat dann die Synthesizer gesteuert. So. Es gab auch noch den Song Position Pointer, das war so eine Art Billig-Timecode. Ich glaube, interessant heutzutage ist die Beat Clock und vor allen Dingen die MIDI Machine Control. Jetzt aber zur zweiten Demo und mit der können wir uns im Serial Monitor was angucken, und zwar das Song Tempo. Ja, tragen wir mal ein anderes Tempo ein, sagen wir mal 145.
So, und das ist der Sketch, den ich erweitert habe, um das Tempo auszurechnen. Im Grunde genommen ist nicht viel mehr drin. Es gibt eine Variable, um die BPM zu speichern. BPM, wisst ihr ja, Beats per Minute, das ist unser Tempo. Und es gibt eine Variable, um die vergangene Zeit zu speichern. Ansonsten ist alles mehr oder weniger gleich geblieben. Hier ist auch der Programmcode, der die LED weiter blinken lässt. Wir machen Folgendes bei Start oder Continue, also das heißt, wenn die Beat Clock losläuft, dann machen wir uns ein Backup der aktuellen Systemzeit in die Variable Zeit alt. So, und jetzt wissen wir, BPM, Beats per Minute, das ist das Tempo. Und Beats, Schläge, das ist das, wie der Takt heißt. Viervierteltakt heißt deswegen Viervierteltakt, weil wir die Viertel zählen. Wir wollen also wissen, wie viele Viertel sind in einer Minute drin. Und wir wissen aber, ein Viertel hat 24 Impulse. Und deswegen sagen wir, bei 24 Impulsen rechnen wir bei 48, 42 oder 96. Das sind genau die Viertel. So, und das funktioniert einfach. Wir nehmen die Zeit jetzt, ziehen die vergangene Zeit, die wir zum Start bei Zähler Nummer 1 hatten, ab. Und dann nehmen wir 60.000 und teilen das durch das Ganze. Denn 1000 Millisekunden sind eine Sekunde und 60 Sekunden sind in einer Minute drin. Das heißt also, in einer Minute haben wir 60.000 Millisekunden. Jetzt sind hier, sagen wir mal, 500 Millisekunden vergangen. 60.000 geteilt durch 500. Und dann hätten wir unsere Beats per Minute. Jetzt ist aber ein klitzekleines Problem an der ganzen Sache. Das kann ein bisschen manchmal schwanken. Manchmal sind es 0,05 Beats langsamer oder schneller. Wenn wir jetzt hier einfach mit ganz normalen Integer-Variablen arbeiten würden, das sind ja nur ganze Zahlen. Das heißt, das erlaubt keine Nachkommastellen. Und das könnte also bedeuten, dass hierbei rauskommt, nicht 145 BPM, sondern 144,95. So, und bei Integer schneidet der Arduino alles nach dem Komma einfach ab, nennt sich Truncation. Das heißt, hier würde auch stehen 144 BPM, was ja nicht stimmt. Das heißt, wir müssen die Zahl noch runden. Damit wir sie runden können, müssen wir aber erstmal die Nachkommastellen speichern. Und das machen wir, indem wir eben hier oben nicht Integer oder was anderes verwenden, sondern Float. Ja, bei der Zeit alt brauchen wir eigentlich keinen Float, aber es müssen alle Variablen in einer Rechnung dann auch Floating Point Variablen sein. Und dann macht man eben eine extra Klammer um das Ganze drumherum, sagt den Befehl round und der rundet dann korrekt. Das heißt, wenn es mehr als 0,5 ist, wird es aufgerundet. So, und dann gibt man das Ganze aus und am Ende machen wir uns noch ein Backup. So, und so funktioniert das Ganze. Das war ja jetzt nur ein klitzekleiner Ausblick, wie die Beat Clock funktioniert, wie man ein bisschen was damit machen kann. Ich habe auch schon so ein paar Projektideen im Kopf. Ich habe jetzt aber nicht irgendwie gleich Folge Nummer 2 zu dieser Serie geplant, sondern ich wollte euch mal da eine ganz interessante Sache geben und vor allen Dingen auch so die wichtigste zusätzliche MIDI-Information, die es gibt, die man so im Leben irgendwie braucht. Vielleicht kommt ja demnächst was von mir. Ansonsten freue ich mich über Nachrichten von euch. Was könnte dein Projekt sein, was du mit der MIDI Beat Clock baust? Schreib es doch mal in die Kommentare. Wenn dir die Folge gefallen hat, Daumen hoch drücken nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Götz, danke fürs Zugucken. Ciao, ciao.